Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. 5. September 2021. Ja, ich freue mich wieder, dass wir alle jetzt gemeinsam diese Kraft aufnehmen. Und es geht auch wie gestern auch heute über die Dankbarkeit. Und ich möchte euch jetzt vom 8.6.1949 aus Bocholt einen Brief vorlesen von der Frau Margret Kemper. Und die hat an Bruno Gröning geschrieben. Sehr verehrter Herr Gröning, am Freitag war ich hilfesuchend bei Ihnen für meine Schwester, Frau Erna Wissing, die schwer krank, hoffnungslos und von den Ärzten aufgegeben war. Mittags um 2 Uhr begannen sie mit der Fernheilung. Von diesem Zeitpunkt an ist alles so eingetreten, wie sie es angeordnet haben. Schlagartig trat eine Besserung ein. Das Herz arbeitet regelmäßig, der Blutkreislauf ist gut, die inneren Organe funktionieren wieder. Atemnot und Beklemmungen sind verschwunden. Die Kranke fühlt, dass sie auf der Besserung ist. Zwar spürt sie zeitweise Schmerzen und Schwächegefühl, das hängt dann mit der Umstellung im Körper zusammen. Wir alle sind überglücklich über diese Wendung und mein Schwager wird sich in allernächster Zeit nochmals persönlich bei Ihnen bedanken und selbstverständlich demnächst meine Schwester auch. Mit besten Grüßen, Frau Margret Kemper. Ja, liebe Freunde, das war 1949. Und der Bruno hat aber gesagt, er will keinen Dank. Er möchte auf einen Zettel geschrieben, was für Hilfen und Heilungen geschehen sind, damit die Nachwelt das weiterhin hört. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das auch lernt. Wenn wir Hilfe oder Heilung bekommen, dann schreiben wir das doch auf, damit es da wirklich die nächsten Menschen, die wo noch uns kümmern, dass das erhalten bleibt, dass die sehen, ah, Bruno Gröning, 1949, da ist was. Ah, 2021 sind auch Heilungen geschehen. Und das finde ich einfach ganz wichtig. Und in dem Brief hat die Frau Kemper geschrieben, dass sie der Schwager in nächster Zeit persönlich bedanken möchte. Bruno Gröning wollte ja überhaupt keinen Dank. Er hat immer gesagt, nicht ich habe es getan, danken Sie Gott, er hat es getan. Und deswegen, liebe Freunde, danken wir Gott. Danken wir Gott, dass wir heute da wieder so zusammenkommen sind. Danken wir Gott, dass dieses Internet gibt, weil ohne das war das überhaupt nicht möglich. Also ich bin wirklich nicht für die Technik und ich kenne da auch viel zu wenig aus. Aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich Internet habe, dass ich das machen darf. Ja, liebe Freunde, und bevor wir jetzt mit der Dankbarkeit beginnen, möchte ich euch bitten, dass wir alles abgeben. Und ich habe das jetzt schon öfters gesagt, ihr braucht es nicht immer alles aufzählen. Wenn ihr einmal alles abgeben habt, ist es weg. Und wenn es dann wieder aufgenommen habt, dann sagt es einfach nur, ich löse mich von allem Bösen. Ich will damit nichts zu tun haben, nichts gemein haben. Und damit ist alles gesagt. Und der liebe Gott, Christus und Bruno Gröning, die wissen ja eh, um was bei uns geht. Aber wie der Bruno gesagt hat, er darf es uns nicht wegnehmen. Jeder hat den freien Willen und wir müssen es ihm freiwillig geben. Und das darf man jetzt. Danke.
Thank you.
ein Liebesbrief von Christus an dich. Mein liebes Kind, mein lieber Bruder und meine liebe Schwester, ich wollte dir schon lange sagen, dass ich dich unendlich liebe. Ich kenne dich ganz genau, selbst wenn du mich vielleicht noch nicht kennst. Unser Vater bereitet dir jeden Tag Geschenke und ich hoffe, du bemerkst sie. Er schenkt dir die Blumen am Wegesrand. Er schenkt dir die klare Luft nach dem Regen. Er schenkt dir den Gesang der Vögel. Hast du das alles schon bemerkt? Er schenkt dir jeden Tag dein Leben auf dieser wundervollen Erde. Jeder einzelne Stern am Himmel will dir sagen, ich liebe dich. Ich weiß, wann du aufstehst und schlafen gehst. Ich weiß, was du tust. Ich weiß sogar, was du denkst. Ich kenne all deine Wege. Unser Vater hat dich nach seinem Abbild geschaffen, deinen Körper im Schoße deiner Mutter geformt. Er wollte genau dich und hat dich bestimmt, bevor du empfangen wurdest. Dein ganzes Leben wurde von unserem lieben Vater bestimmt, wo du leben würdest und wie du leben würdest. Er hat für dich Pläne, die so schön und hoffnungsvoll wie nur möglich gestaltet wurden. Ich bin dir falsch dargestellt worden von denen, die mich nicht kennen. Du musst dich nicht vor mir fürchten, denn ich liebe dich. Ich liebe dich sogar noch mehr, als deine irdischen Eltern es jemals tun könnten. Ich bin der göttliche Sohn eines vollkommenen Vaters. Der Vater liebt dich genauso viel, wie er mich liebt. Nichts kann dich von dieser Liebe trennen. Löse dich von allem Bösen. Achte auf deine Gedanken. Achte auf deine Worte. Achte auf deine Handlungen. Verbinde dich mit mir und unserem Vater und nimm die gute göttliche Kraft auf. Die göttliche Kraft ist aufbauend. Nehme all das, was du brauchst. Nehme all das auf, was dein Körper und deine Seele notwendig haben. Der Vater weiß genau, was du brauchst. Danke ihm für all das, was du bekommst. Dein Leben ist ein Geschenk der göttlichen Quelle. Lass dich erfüllen mit Dankbarkeit. Lass dich von mir führen, führen in das Licht der Ewigkeit. Berge dich unter dem Schutz meiner Hände, da bist du sicher. Lass dir sagen, die Vergangenheit war, die Zukunft wird sein, die Gegenwart ist jetzt. In der Gegenwart sollst du leben, denn hier warte ich auf dich. Meine Kraft wirkt in dir, verbinde dich immer mit mir. Du brauchst dich um nichts zu sorgen. Denn wenn du mich angenommen hast, sorge ich für dich. Ich bin dir immer treu, selbst wenn du mir fern warst.
weil ich dich mit ewiger Liebe liebe. Ich bin die Sonne in dir. Ich will dir immer Gutes tun, wenn du es zulässt. Meine Gefühle um dich sind so zahlreich wie der Sand am Meeresstrand. Die Liebe unseres Vaters findest du in Düften, Klängen und Farben. Du bist sein Kind. Wenn du mich brauchst, ich bin immer für dich da. Ich bin jeden Moment bei dir. Hast du nicht bemerkt, wie ich dir neulich durch diesen Menschen geholfen habe? Mir kannst du alles erzählen. Meine Liebe zu dir ist größer als alle Worte. Meine Liebe zu dir ist tiefer als das Meer. Ich freue mich, wenn du mir folgst und dein Leben unbeschwert genießt. Ich liebe dich, weil du bist, wer du bist. Du bist einzigartig. Ich liebe dich trotz deiner Ecken und Kanten. Bevor du aufwachst, sitze ich schon an deiner Bettkante. Hast du mich heute Morgen bemerkt? Ich freue mich so sehr über dich, dass ich nur jubeln kann. Wenn du dich auch über mich freust, dann gebe ich dir alles, was dein Herz begehrt. Du kannst mich in jedem Augenblick finden und fühlen, wenn du deinem Körper Aufmerksamkeit schenkst. Du kannst unseren geliebten Vater in jedem Moment finden, wenn du Augen hast, die wirklich sehen, wenn du Ohren hast, die wirklich hören. Ich werde dir noch viel mehr schenken, viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Wenn du mich annimmst, dann setze ich deinem Leiden ein Ende. Ich habe alles für dich gegeben, weil ich deine Liebe gewinnen will. Sage ja zu mir und ich wirke in dir. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Tür, die zum Vater führt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Brücke in die Herrlichkeit Gottes. Wandelt alle in der Liebe. Ich frage dich nun, willst du mir folgen? Ich bin in dir, in Liebe, Christus. Liebe Freunde, die Dankbarkeit, die wird irgendwie immer vergessen. Ihr habt das jetzt gemerkt, wo ich den Aufruf gemacht habe, dass mir ihr schreibt, für was ihr dankbar seid. Ich habe aber wunderschöne Schreiben gekriegt und sonst hat es geheißen, ich bin dankbar für dich, Jemi, dass du das machst. Mir hat das ein bisschen nachdenklich gemacht. Also ich möchte mich erst einmal bedanken für das, dass ihr das wertschätzt, was ich da mache, aber ich mache das für Gott.
ich mache das für die geistige Welt und ich mache das für euch, damit ihr auch auf diesem Weg gehen könnt, wenn ihr noch nicht so weit seid. Aber ihr habt zum Beispiel nicht geschrieben, ich bin dankbar für die Luft zum Atmen. Also wo ich das Wochenende gemacht habe mit dem Loslassen, es war unwahrscheinlich, wie viele Zuschriften, dass ich da gekriegt habe. Also wenn es ums Loslassen geht, da habt ihr ganz viel geschrieben. Und bei der Dankbarkeit, da ist nicht viel gekommen und das macht mich nachdenklich. Also es sollte jetzt keine Kritik sein. Aber es macht mich nachdenklich, weil ich finde, die Dankbarkeit, die ist ganz wichtig. Und ich bin dankbar für die Luft zum Atmen. Ich bin dankbar, dass ich Haare auf dem Kopf habe. Ich bin dankbar für meine Augen, dass ich die Schönheit der Natur sehen darf, dass ich die anderen Menschen sehen darf, die Tiere, die Wolken am Himmel. Das ist ein Geschenk Gottes, wenn wir sehen dürfen. Ich bin dankbar, dass ich Ohren habe, dass ich hören kann, wenn jemand zu mir was sagt. Dass ich hören kann, wenn vielleicht jemand weint und Hilfe braucht. Dass ich die Vorträge von Bruno Gröning hören darf. Dass ich Musik hören darf. Ich bin dankbar für meine Nase, dass ich riechen darf. Den Duft der Blumen, das gute Essen, wenn man sie kocht, dieser gute Duft, wo man sagt, riecht das gut. Ich bin dankbar für meinen Mund, dass ich kauen kann, dass ich beißen kann, dass ich schlucken kann, dass ich sprechen darf. Sprechen ist ja ganz was Wichtiges, dass wir uns verständigen können. Ich bin dankbar für meine Finger, Hände und Arme, mit denen, wo ich schreiben kann, mit denen, wo ich diese YouTube-Videos aufnehmen darf, wo ich was arbeiten kann, wo ich kochen kann, wo ich schneiden kann, wo ich Auto fahren kann. Ich bin dankbar für meine 10 Füße und Beine, mit denen, wo ich gehen darf, wo ich Mutter Erde unter mir spüren darf, wo ich von A nach B gehen kann. Ich bin dankbar für meine Organe, die so miteinander arbeiten. Ich bin dankbar für mein Herz, das wo schon so viele Jahre in meinem Körper schlägt. Ich bin dankbar, dass Christus in meinem Herzen wohnt. Und wenn wir halt sagen, Christus in mir, bitte wirke, bitte heile. Wir können das so viel tun für uns selbst. Ich bin dankbar für die Menschen um mich herum, für die Tiere, für die Natur, für Mutter Erde. Ich bin dankbar für die Sonne, den Mond und die Sterne.
Ich bin dankbar für alle Heimgegangenen, mit denen, wo ich Erfahrungen erleben habe dürfen. Und ich bin dankbar für jede Situation, die in mein Leben kommt, weil aus dieser darf ich lernen. Ich bin dankbar, dass ich lernen darf. Und ich bin dankbar für jeden Einzelnen von euch, der mir jetzt dazu hört. Und ihr das wunderschön finden, wenn ihr euch vielleicht noch dem Video ein bisschen Zeit nehmt oder wann ihr halt Zeit habt, sprecht zu meinem lieben Gott, für was ihr uns dankbar seid. Und ich möchte es nur mal sagen, natürlich freue ich mich, wenn ihr schreibt, danke Jemi für das und das. Aber es macht Gott. Gott ist der Schöpfer. Gott hat uns erschaffen. Gott hat mich erschaffen. Und ich darf das tun. Und sind wir da Gott an allererster Stelle dankbar für alles. Und auch für das, was jetzt noch nicht so gut ist. Es hat alles seine Berechtigung, es hat alles seinen Sinn, wenn man es vielleicht im Moment auch nicht erkennt. Aber es ist alles für was gut. Und was möchte denn der liebe Gott? Er fordert uns auf, an uns zu arbeiten. Und ich sage es euch, es ist eine Arbeit, die sich lohnt. Danken wir Gott aus tiefsten Herzen. Danken wir Jesus Christus, der auf die Erde gekommen ist, uns diese Lehre gebracht hat. Und danken wir Bruno Gröning, wenn er auch keinen Dank wollte, aber ich sage es jetzt einfach, für das, was er uns da gebracht hat, für das, was er uns gelehrt hat. Und liebe Freunde, vielleicht wollt ihr jetzt eure Augen schließen. Nehmt einen tiefen Atemzug und geht in euer Herz. Da, wo Christus wohnt, wo er in euch ist. Und senden wir aus unserem Herzen die Liebe und die Dankbarkeit zu unserem lieben Vater, zu Gott, zu unserem Schöpfer. Der liebe Gott, er will uns glücklich sehen. Er will uns gesund sehen. Er hat uns ja gesund erschaffen. Und deshalb, liebe Freunde, arbeitet an euch. Und wenn es heißt, ich habe ja keine Zeit. Liebe Freunde, dass ihr euch vor den Fernseher setzt und irgendeinen, ich nenne es jetzt mal, einen Mist anschaut, für das hat jeder Zeit. Und wenn ich sage, so, ich schaue mir jetzt mal nichts im Fernsehen an, sondern ich nehme jetzt mal diese Viertelstunde, halbe Stunde, egal. Und widme mich da ganz Gott. Red's einmal mit dem lieben Gott, wie mit einem guten Freund. Und ihr werdet sehen, was da alles geschehen darf. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich das machen darf und dass ich auf diesem Weg geführt worden bin. Und jetzt stellen wir uns bittend ein. Denkt an eure Sitzhaltung. Bitten wir den lieben Gott um seine Gnade, Güte und Liebe.
bitten wir um Gesundheit für jeden von uns, um Weltfrieden, um die göttliche Ordnung in uns und um uns herum. Bitten wir den lieben Gott, dass er uns beschützt und führt. Und bitten wir auch, wenn wir mal was nicht so gut machen, das, was ja jeden von uns immer wieder mal passiert, dass uns der liebe Gott vergibt, wenn wir es bereuen. Und ich spüre jetzt eine Musik und ihr könnt für das bitten, was für euch gerade wichtig ist. Danke. Thank you.
Liebe Freunde, peut's euch diese gute Kraft, die's aufgenommen habt. Wir müssen mit dieser Kraft gut haushalten, weil jeder Gedanke, jedes Wort, jede Tat verbraucht Energie und Kraft. Und deswegen passt man gut auf, wie wir die Kraft wieder ausgeben, weil sie ist schneller weg, als wir denken. Ich bedanke mich bei euch. Danke, danke, danke. Für dieses schöne Wochenende, für diesen Samstag und Sonntag, den ich da jetzt mit euch verbringen habe dürfen. Es ist ein Geschenk Gottes für mich. Und nehmt es nicht persönlich, das, was ich heute im Video gesagt habe. Aber es hat mich wirklich nachdenklich gemacht. Und ich wünsche euch alles Liebe, alles Gute. Gott segne euch. Einen wunderschönen Start in die neue Woche. Und überlegt einmal, für was ihr euch dankbar seid. Es gibt so viele Sachen, für die man dankbar sein kann. Für mich ist nichts mehr selbstverständlich. Gar nichts mehr. Und auch nicht die Luft zum Atmen. Das ist für mich keine Selbstverständlichkeit, sondern es ist ein Geschenk Gottes. Alles Liebe und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht. Pfiat euch.